Dank, Rita Rickel. Das ist jetzt dein Dankeschön, Tina. Kannst du nach vorne gehen? Am 28. März 2014 erreichte mich die Nachricht, dass mein Heimatdorf Holzweiler nicht vom Bagger abgebaggert werden würde. Und jahrzehntelang hatten wir mit dem Gedanken gelebt, dass irgendwann alle unsere Erinnerungsorte im großen Grubenloch verschwinden würden. Und dann kam vor 5 Jahren die erlösende Nachricht, dass unser Heimatdorf bleiben würde. Das war ein unbeschreibliches Gefühl damals. Denn was bedeutet es, wenn ein Dorf abgebaggert wird? Es bedeutet kulturell, dass schöne Hofanlagen mit Wassergräben, schönen Kastanienalleen, Pferdekoppeln, fruchtbares Ackerland, dass das alles zerstört wird. Die Kirchen werden abgerissen und die Friedhöfe, die Orte, wo die Eltern oder Großeltern begraben sind, werden zerstört. Emotional bedeutet es, dass man den Ort, den man liebt, die Heimat verlassen muss. Die Menschen werden entwurzelt. Und wir haben eben von Lisa gehört, wie schädlich das für die Gesundheit ist. Sozial bedeutet es, dass die Dorfgemeinschaften gespalten werden. Denn bei einem solchen Prozess gibt es immer Gewinner und Verlierer. Und gesundheitlich bedeutet es, eine unglaubliche Lärmbelästigung, eine Lichtbelästigung und wahnsinnige Emissionen an giftigem Kohlestaub. Und während die Landesregierung entschieden hat, dass der Abstand von Windkraftanlagen zu Ortschaften auf 1500 Metern erhöht worden ist, ist der Abstand zu den Grubenranddörfern nur 400 Meter. Und das ist eine unglaubliche Zumutung für die Menschen in den Grubenranddörfern. Kürzlich hat das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung eine Studie herausgegeben, wonach genug Kohle in Hambach und Garzweiler vorhanden ist, wenn alle Dörfer stehen bleiben und wenn der Abstand zu den Dörfern 1500 Meter betragen würde. Und die Menschen in den betroffenen Ortschaften haben auf die Kohlekommission gehofft. Sie haben gehofft, dass der ökologische und emotionale Raubbau ein Ende haben würde. Und stattdessen, wie ist das Ergebnis nun? Die Empfehlung, dass die Landesregierung mit den Betroffenen in einen Dialog treten soll, um soziale Härten zu vermeiden. Und in der Zwischenzeit ist es so, dass RWE Fakten schafft in den Ortschaften. RWE setzt die Bewohner in den Ortschaften massiv unter Druck, indem sie Straßen oder Wälder roden im Moment, indem sie sehr nahe herankommen, indem sie auf den Eigentumsgrundstücken Gräben ziehen. Die Menschen dort sind wahnsinnig unter Druck und brauchen jetzt sofort eure Hilfe. Und darum fordern wir Folgendes. Erstens, einen sofortigen Stopp aller Zwangsumsiedlungen. Wir fordern von der Landesregierung die Garantie, dass alle Dörfer bleiben. Wir fordern einen Mindestabstand von den Grubenranddörfern von 1500 Metern. Wir fordern die Bischöfe auf, Kardinal Wölki und Dr. Dieser aus Aachen. Kein Meter Kirchenland für RWE. Und wir fordern die Bundesregierung auf. Frau Merkel, machen Sie endlich ernst mit der Energiewende und dem 1,5-Grad-Ziel. Morgen Abend findet eine
Ratssitzung in Erkelenz statt. Im Rathaus. RWE hat seine Mitarbeiter aufgefordert, dorthin zu kommen. Bitte kommt auch ihr zahlreich und unterstützt die Leute in den Dörfern. Am 23. Februar findet ein Dorfspaziergang in Kallenberg statt. Und am 23. März ein großer Sternmarsch. Liebe Leute, unterdrückt die Menschen in den Orten. Sie sind wirklich sehr unter Druck im Moment. Wir sind viele, wir werden immer mehr. Und wir werden so lange kämpfen, bis alle Dörfer bleiben. Vielen Dank! So, vielen Dank, Rita von Alle Dörfer bleiben. Wir wollen hier jetzt auch noch mal einen kleinen Hinweis geben auf die alte VHS in der Kasernenstraße in Bonn, die sich gegründet hat. Kommt doch da gerne alle hin, vernetzt euch, lernt neue Leute der Bewegung kennen. Genau, bleibt einmal. Vielen Dank, dass ihr alle da wart. Wir feiern es, dass wir so viele Gesichter hier vor Ort gesehen haben. Vielen, vielen Dank.